Zum Jahreswechsel 2022 wollen wir uns einmal anschauen, was wir in diesem Jahr geschafft haben und was im nächsten Jahr ansteht. Wir blicken in Richtung des Berliner Abschnitts im Rahmen des Wiederaufbaus der Dresdner Bahn. Wir konnten in diesem Jahr in zwei wesentlichen Schritten die S-Bahn in Endlage verlegen. Was das genau heißt, haben wir bereits in einem vorhergehenden Video erklärt. In diesem Jahr konnten wir in dem gesamten Abschnitt die Baufreiheit für die Fernbahn herstellen. Zunächst haben wir im Juni diesen Jahres den Abschnitt von Attila-Straße bis kurz vor Lichtenrade verlegt und jetzt zum Fahrplanwechsel in diesem Jahr werden wir den Bahnhof in Lichtenrade und den kompletten südlichen Abschnitt in Endlage verlegen. Zum Fahrplanwechsel in diesem Jahr wird die S-Bahn dann wieder ihren Betrieb aufnehmen und das dann konkret von Attila-Straße bis einschließlich dem Bahnhof Marlow. Am 4.4. in diesem Jahr hat die Totalsperrung im Bereich der S-Bahn zwischen Lichtenrade und Blankenfelde begonnen. In dieser Zeit haben wir sehr viel geschafft. Wir konnten die komplette Verkehrsstation im Bereich Lichtenrade an neuer Stelle wieder aufbauen, haben in dem Zuge Lärmschutzwände errichtet, die technische Ausrüstung, neue Gleise gebaut und die komplette Verkehrsstation mit entsprechender Ausrüstung fertiggestellt. In den letzten Jahren wurde weiterhin sehr viel für das Jahr 2023 vorbereitet. Denn wir werden im nächsten Jahr ebenfalls große Meilensteine erreichen. Dazu gehört unter anderem, dass wir die Fernbahn im Bereich Attila-Straße bis Bahnhof Marienfelde in Betrieb nehmen werden. In diesem Zuge werden unter anderem die beiden Ingenieurbauwerke an der Attila-Straße und der große Stabbogen an der Teltow-Kanalbrücke fertiggestellt. Weiterhin wird an der Buckauer Chaussee mit dem Brückenbau begonnen werden. In den letzten Jahren wurden Leitungen umverlegt und mit Beginn des Fahrplanwechsels, also zum neuen Jahr 2023, beginnt dann der Bau der Straßenüberführung. Hier, wo ich stehe, lag im April diesen Jahres noch das S-Bahn-Gleis. Wir befinden uns an der Landesgrenze zu Berlin im Brandenburger Bereich. Hinter mir sehen wir die bereits vorbereitete Fernbahntrasse und daneben das S-Bahn-Gleis in Endlage. Für die diesjährige Inbetriebnahme des Gleises zum Fahrplanwechsel haben wir viele Meilensteine erreicht. Dazu gehören insbesondere die Ingenieurbauwerke im Bereich der S-Bahn, wozu der Mauerweg, die Zietener Straße, die Landesstraße L76 und die Berliner Straße gehören. Im Jahr 2023 werden wir ebenfalls viele Meilensteine erreichen. Dazu gehört im April die Wiederinbetriebnahme der S-Bahn zwischen Marlow und Blankenfelde in neuer Lage, die damit einhergehenden Ingenieurbauwerke an der Trebbiner Straße, dem Kreuzungsbauwerk Berliner Außenring und dem Tunnelweg. Nach der Wiederinbetriebnahme der S-Bahn nach Blankenfelde schließt sich unmittelbar der Umbau des Bahnhofs Blankenfelde im nächsten Jahr an. Wir befinden uns hier an der Eisenbahnüberführung Mauerweg. Diese bildet, sobald wir damit fertig sind, den letzten Lückenschluss im Bereich des gesamten Mauerradwegs. Zum Zeitpunkt der Planfeststellung war die Eisenbahnüberführung Mauerweg noch kein Thema für uns. Erst Anfang des letzten Jahres mit der verbindlichen Bestellung des Landes Berlins wurde der Wunsch für die Eisenbahnüberführung genauer. Wir haben das Ingenieurbauwerk jetzt im Zuge des letzten Jahres zusammen mit unserem Auftragnehmer hier kurzfristig noch aufbauen können und das Ganze sogar fristgemäß im Rahmen unserer Bauleistung. Wir haben jetzt rund 50% der Bauleistungen für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn hinter uns. An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei meinem gesamten Team, aber auch bei den für uns tätigen Baufirmen bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich den Anwohnern und den Fahrgästen. Wir wissen, dass mit unseren Bauleistungen immer sehr viel Staub, Lärm und Unannehmlichkeiten verbunden sind. Umso mehr freuen wir uns, dass wir fristgemäß vorankommen. In diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch.